herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki unter der Eiche an der Seilrutsche in Richtung Mauer. Da unten sind die Mücken, hier oben gibt's nichts zu picken. Oh Gott, meine Witze waren nochmal besser. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Freunde, ich möchte gerne mal mit euch da hinten gehen, wo der Baseballschläger ist. Da ist auch eine schöne Gegend. Genau. Und ich wollte hier so ein bisschen basteln, hier an unserer Station, hier an unserer Talstation. Da ist auch noch nicht so ganz fertig und da wollte ich gerne ein bisschen basteln mit euch. Das würde ich jetzt mal zuerst machen, wenn ihr denn auch Lust habt da drauf. Ne? Ich hoffe mal ja. Und schaut mal, hier ist dann so der erste Bereich. Ne? Und ja, und jetzt muss ich mal überlegen. Und dann machen wir dann hier auch so Platten vor, oder? Machen wir da Platten vor? Ist noch nicht ganz fertig, ne? Ist noch nicht ganz fertig und würde ich gerne zu Ende machen. Und dann würde ich gerne mal da hinten die, hinten hoch, ne? Ich habe auch schon mal den Fehler gemacht, in so einer Folge passiert mir schon mal, ne? Dann sage ich so, ja, dann gehen wir da hinten hoch, ne? Und dann, wann bin ich da hochgegangen? Dann in der nächsten Folge, ne? Weil ich es nicht verpeilt habe, wann es denn dann hochgeht, sozusagen. Das tut mir leid, ne? Das ist natürlich nicht so gewollt. Manchmal bin ich halt verpeilt. Manche lieben mich deswegen, manche finden das ganz schrecklich. Ja, das tut mir ein bisschen leid jetzt, ne? Ja, deswegen am besten sage ich gar nicht mehr, was ich mache. Ich mache irgendeinen Quatsch einfach und nein, und fertig, ne? So, ja, hier ist jetzt so ein Bereich, da machen wir auch ein Dach drüber, würde ich sagen, auch ein Dach. Ein Dächlein, komm mit dem Dächlein her. Dafür brauche ich dann auch auf jeden Fall, nein, das ist falsch. Auf jeden Fall wieder Klee. Und, warte mal, kann ich auch so ein Spitzdach drauf machen? Oh ja, das ist auch witzig, ne? Spitzdach. Das schmitzige Spitzdach. So. Und dann kommt man hier so raus, oder? Ne? Da nicht. Hier kommt man dann so raus. Will ich das so? Finde ich das gut? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, so finde ich das gut. Lass mal gucken. Hier so eine kleine Station, ne? Voll witzig dann. Da oben kann man dann so ein Dreieck einsetzen. So ein Dreiecksdach. Dreiecksdach, ein Dreiecksdach, ein Dreiecksdach. Dreieck. Dreieck. Du Dreieck, du Kleines. Du Kleines. Dreieck. Jetzt drehe ich durch. So fängt's an. So kennt er das wahrscheinlich noch nicht von mir, aber so fängt's an. So, das ist so schön, ne? Ach, ein Schwarzwälder Häusel, Hausel, Häusel. Da kann ich nicht dran machen, ne? Und hier auch nicht. Nee, da muss ich erst noch sammeln. Okay, so jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Ne? Jetzt haben wir hier 18.07 Uhr. Warte mal, ein Lean-To, offenes Zelt, dafür brauche ich. Toll, habe ich beides nicht. Jetzt gucken wir mal, gibt es hier eigentlich Klee? Gibt es hier Klee oder gibt es hier keinen? Sprickies gibt's, ne? Die findet man ja immer. Spricky, Spricks, Spricky, Spricky. Zu trinken auch. Oh. Zack. Don't even need to boil it. Ach ja, warte mal. Ich hatte noch überlegt, den hier mal anzuziehen. Safer. Einfach so auf gut Glück, ne? Falls ich den kleinen Käfer finde. Der muss mit... Ach, warte mal. Und dann muss ich ja hier auch noch umschalten, ne? Giftzerschmetterer machen wir aus. Und dann machen wir den hier an, ne? So. Einfach in der Hoffnung, dass wir den kriegen, ne? Wahrscheinlich kriegen wir den nicht. Was ist denn hier so ein Riesenloch? Wo bin ich denn hier? Ach, da. So. Hier sind Spricky. Sprickies findet man hier, aber kein Klee. Kann ich mir kein Lean-To bauen, aber dann renne ich einfach hier wieder zurück. Fackeln habe ich noch. Apropos Fackeln, es gibt demnächst ja so Mega-Fackeln, die halten ewig. Finde ich super, ne? Guck mal, ist die Mauer nicht schön geworden? Ach, da oben ist ein umgefallener Blumentopf. Oh, was ist denn hier für eine... Hier soll man nicht reingehen. Genau, wenn man dann hört, man soll da nicht... Entschuldigung, man soll da nicht reingehen, dann geht man ja erst recht rein, ne? Wenn du irgendwie was nicht sollst, dann machst du das ja erst recht, ne? Okay, da sind irgendwelche mutierten Viecher. Da hinten ist ein...
Ekelhaft, das ist eine mutierte Wolfsspinne. Was macht die denn da? Ist hier irgendwas Tolles drin? Hallo, bist du toll? Nee. Okay, hier ist so ein Bereich ausgespart, ne? Ja, jetzt wandern wir hier lustig rum und haben hier gar nichts zu tun. Vor allem gibt es ja keinen Klee, ne? Finde ich ja doof. Aber so ist es. So ist es. Nur Dreck, ne? Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ich hoffe es, ne? So, mal gucken. Ist hier auch irgendwo so ein Labor geplant oder so? Ach, ich wünschte, das Update wäre schon da, ne? Das ist immer so eine Warterei mit dem Update. Kennt er schon, ne? Kennt er schon? So, wie komme ich da rüber, ne? Oh Mann. Ach, da hinten. Kann ich einfach... Ah ja, da kann ich hoch, ne? Da hinten kann ich hochlaufen. Na komm, lauf mal. Was ist denn hier für ein Loch? Ach du Heilige. Was ist das denn da unten? Was ist das denn hier? Ach so, eine Aphid. Ein lustiger Läuserich. So. Schaut mal hier. Hier geht's hoch. So, jetzt läufst du und läufst und läufst du, ne? Hier voll der Riesenanbau, ne? So. Oh, was ist denn da? Oh nein, was zu trinken? Schlürf. Noch mehr zu trinken? Schlürf. Ja, und was zu essen. Sehr gut. Was ist das hier? Oh, da ist doch was. Oder? Was ist das? Das glitzert, das will ich haben. Okay, da kann man nichts machen. Kann man da rauf? Auf die Büchse? Auf die little Büchse? Ja, da kommt man rauf. Oh ja, und von da kommt man dann da hoch, ne? Oh, cool, jetzt habe ich es geschafft, ne? Oh, hier war ich noch nicht. Glaube ich, hier ist irgendwie so ein... Ist das eine Hake? Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Baseballschläger? Ach ja, klar, ein Baseballschläger. Oh, da sind ein paar scharfe Bonbons, ne? Und das war's, ne? Hier ist voll nichts Spektakuläres irgendwie. Sind ein paar schwarze Ameisen. Die machen so lustige Geräusche. Jetzt muss ich überlegen, wie ich hier rüberkomme, ne? Da hinten komme ich, also ein Hammer, ne? Jetzt sehe ich, das ist ein Hammer. Okay, dann sause ich mal. Oh, guck mal, da ist Raw Science, sehe ich gerade. Muss ich mir holen, natürlich, ne? Ich lande mal genau hier drin, ne? Habt ihr das gesehen, mit welcher Raffinesse ich das gemacht habe hier? Voll die Raffinesse, ne? 500, ne? Siehst du, sowas sucht man, ja? So, und jetzt muss ich hier langsam hochkrabbeln. Na, siehst du das, ne? Super, ne? Voll der... Nicht. So. Und jetzt? Guck mal, hier nicht mehr weg. Von wegen raffiniert, ne? Vielleicht komme ich hier hoch. So ein rostiger kleiner Stuhl. Da kommst du nicht mehr hoch, ne? Vorbei. Hier vielleicht so quer reinspringen. Ah, ich bin auch manchmal begeistert, ne? So. Jetzt auf dem Rand laufen. Ich habe so ein Lied, das geht mir im Kopf rum, ne? Kennt er schon, ne? Das kriegt man nicht los. Was ist das denn da? Ein Nadel? Drohung entdeckt. A little Bedrohung. Oh, war sehr. Oh ja. Was ist da? Da will ich auch rauf, ne? Ist doch klar. Aber wie? Am besten von hier rüberspringen, oder? Kann man das schaffen? Habe ich noch meinen Flieger dabei? Ja. So, mal gucken.
Oder erst darüber. Ist ein rostiger Nagel. Wie kommt man denn da hoch? Ah, das Kaugummi, ne? So ein Nagelkneifer, ne? Schwarze Ameisen, die da rumkrabbeln. Ich springe jetzt einfach mal so, ne? Irgendwie so quer rüber jetzt. Achtung, so zack. Und Segel, 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 Segel. Das schafft man, das schafft man. Das schafft man. Hier, das schafft man. Oh ja. Oh, eine Pfeife. Ist ja witzig hier, ne? Ein Nagelknipser. Oh ja, so einen habe ich auch, ne? Schade, ne? Hier ist sonst nichts. Das sind ja schmutzige Aschenbecher, ne? Voll eklig. Ich glaube, das sind... Und eine Pfeife. Hallo, Pfeife. Schön gemacht. Auf jeden Fall schön gemacht. Ein Buch. Oh ja, hier ist ein Scab. In Lebensgröße. Hier ein Kofferradio. Und das war's, ne? Schade, ne? So, wie kommst du jetzt hier weiter? Oh, da ist ein Milchmolar. Seht ihr den? Da drauf. Ein goldener. Habe ich jetzt gerade gesehen, ne? Okay, ups, ja. So, ja, dann werde ich mal darüber laufen. Ich hoffe mal da an der Ecke ran lang. Wie lang reicht denn mein Flieger noch? Ja, reicht noch ein bisschen. Muss man aufpassen, da kann man ja in so eine Ritze fallen, glaube ich, ne? Ich mache mal hier den Flieger hier rüber. So. Oh. War ganz schön knapp, aber, ne? Au, das habe ich mir ein bisschen wehgetan. Ich glaube, ich mach mal wieder das hier an und nehme die Keule. Oh. Oh, ist schon ziemlich dunkel hier, ne? Upsa. Nee, ich mache mal eine Fackel an. Oh, so siehst du noch weniger. Was ist das dunkel hier? Oh ja, da ist der Zahn. Ich glaube, der ist da oben drin, ja. Da ist er. Da kann man hochlaufen. Oh, und da gibt es nochmal Raw Science. Wie schön. Kommt man noch nicht hoch, ne? Super. Nee, da kommt man nicht hoch. Und ich fürchte hier auch nicht. Zack, hier ist er zu Ende, ne? Toll. So ein Mist. Ja, da muss ich mal gucken. Ja, ja. Ganz toll, da komme ich nicht hoch. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn da hinten hoch, ne? Wir können jetzt mal versuchen, die Ameisen in die Augen zu schießen. Hat nicht geklappt. So, ich laufe jetzt mal hier hoch. Einfach so. Oh, da oben ist Raw Science. Wie cool. Och, wie cool. Da muss ich hoch, ne? Ja,
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Kletterpartie Nummer 37, 20. Da oben ist mal hoch, es wird lustig, das könnt ihr euch jetzt schon glauben. Aber kann man hier was bauen? Nee. Nur hüpfen. Oh, Klette. Auch schön. Kletten. Hier gibt's Kletten. Schön. Wie kommt man da hoch? Also erstmal hier so. Vielleicht hier, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Aber so vielleicht. Upsi. Nee, so nicht. Naja, das wird ein bisschen länger dauern. Holt euch mal ein paar Chips oder so. Und vor allen Dingen ist es so dunkel, ne? Vielleicht nehme ich doch wieder meine Fackel in die Hand. Da kann ich mehr sehen. Oh ja, das sieht viel besser aus. Und ist auch viel schöner. So. Wo muss ich hin? Da oben? Ach, du Heilige. Okay, dann hier rüber. Da. Da. So. Und vor allen Dingen alles im Dunkeln, ne? Sag mal, gerade ist 1 Uhr. Das dauert noch ein bisschen. Da oben muss ich hin. Ach du Heilige. Okay, so. Oh Mann. So. Wo bist du da? Wo bin ich denn da hin? Da hin. Ich muss auf den Zweig da. Sehe ich schon. Da muss ich hin. Man denn da oben hin? Okay, jetzt machen wir hier mal so ein kleines bisschen darüber. Ist ja schon irgendwie auch cool, ne? Wenn man das dann geschafft hat. Oh Mann. Yes. So, pass auf. Und jetzt muss ich von hier... Da kommt man nicht rüber, oder? Die Kante. Komm ich da rüber? Frage, ne? Da muss man da hoch. Ich kann es versuchen, ne? Pass auf, ich versuch's mal. So. Hier wird schwer. Und jetzt darüber springen. Ja, jetzt wechselt die Fackel, ne? Okay, das hat nichts gebracht. Oh, da ist auch nochmal Raw Science, super. Wie komme ich da hoch? Das ist eine Sucherei. Man muss auf die Kante, ne? Oder muss ich da hochbauen? Ich laufe jetzt mal hier rüber, Freunde. Ich will nämlich da hoch. Ich schnapp mir mal hier so eine Keule. Ich glaube, hier ist ein Nagel, wo man hochhüpfen kann. Genau, und dann kommt man...
Unfassbar, ne? Ich hab's geschafft. Oh, da ist ja auch nochmal so. Nee, ne? Jetzt hab ich's gesehen. In dem Griff, ne? Alter Schwede, in dem Griff von der Axis Raw Science. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Alter Vater. Cool. Wie cool. So, jetzt bin ich hier drauf, ne? Oh Mann. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin, ja, guten Tag. Ich bin leider hier. Ich bin ja nicht absichtlich, hätte ich beinahe gesagt. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Hallo Bienchen. So, Freunde, jetzt bin ich hier. So, ja, ich habe eine Idee. Warte mal. Jetzt gehen wir erstmal hier unten pennen. Würde ich vorschlagen. So. So, du bist auch schon ein bisschen fertiger. So, 8. Jetzt schlafen wir erstmal. Tiny Pete's ready for some. Schlafe 8 Stunden. So, jetzt bin ich wach. Wie kommt man da oben dran, verdammt? Das ist so schwierig. Ja, wie kommt man da dran? Keine Ahnung. Muss ich echt nochmal versuchen. Und da hinten ist auch noch Raw Science, ne? Von hier aus kann man das nicht sehen. Aber im Dunkeln kann man das gut sehen. Da oben ist auch noch Raw Science. Da muss ich auch noch hin. Aber erstmal, erstmal wieder hier drauf. So, Freunde, jetzt holen wir uns erstmal hinten die Raw Science. Das versuche ich mal runter zu springen. Das machen wir als erstes. So, erstmal dahin. Das müsste echt gehen. Wunder. So, hier haben wir. Nochmal. Da oben drin, ne? Wie kommt man da oben hoch, echt? Ist ja verrückt. Ist ja zum verrückt werden. Wie kommt man da ran? Ja, mit Geschick, ne? Wahnsinn. Oh. Hallo, kleine Termite. Warte mal, ich mach mal die Keule ran. By the power of Helion, champion of the sun. Und erstmal erstmal trinken. No water filtration tablets needed. Und oh, da muss ich unbedingt essen. Yum. Ich esse das nochmal, ne? Alter Schwede.
So. Haben wir die auch besiegt? So. Ja, wie kommt man da oben dran? Keine Ahnung, ne? Ist wirklich nicht so ganz... Da steht immer noch die Fackel an. Die kannst du ausmachen. Nein, mach sie aus. So, wie kommt man da oben dran? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich Trick 17. So, Freunde, ich würde erstmal sagen, wir können natürlich hochbauen, ne? Bauen wir uns da hinten hoch. Ich weiß auch nicht. Ich würde mal sagen, wir machen mal an der Stelle Schluss. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. In der nächsten Folge geht's genau an dieser Stelle weiter. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Raki. Tschüss.